Hallo, ich bin Laura und heute bin ich für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Berlin unterwegs. Ich spreche heute mit 8 Ehrenamtlichen aus ganz Deutschland über ihr Engagement und darüber, wie sie ihr Ehrenamt persönlich geprägt hat. Heute spreche ich mit Holger von den Johannitern. Hallo Holger. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Geht es dir gut? Ja, sehr gut, danke. Wunderbar. Holger, magst du mir einmal erzählen, was genau dein Aufgabenbereich ist bei den Johannitern? Ich bin Leiter des Fachbereiches psychosoziale Notfallversorgung hier im Regionalverband Berlin der Johanniter. Bin darüber hinaus der Koordinator der Einsatznachsorge. Es gibt 6 Teams in Deutschland. Eins davon ist hier in Berlin positioniert. Es nennt sich Nordost. Und wir sind für den Bereich Berlin und Brandenburg zuständig. Ich würde total gerne wissen, wie hat deine Zeit, deine ehrenamtliche Zeit begonnen? Also bei den Johannitern hat die begonnen 1979, als ich dort angefangen habe, Zivildienst zu machen. In Köln? In Köln. Mhm. Was beinhaltet dein Ehrenamt heute? Was ist deine, oder wie sieht ein Tagesablauf aus in deinem Ehrenamt heute? Also das ist unterschiedlich und kann auch unterschiedlich sein. Wenn wir jetzt nur über Berlin reden, dann sieht das im Schnitt so aus, dass wir im Prinzip halt uns im Hintergrund bereithalten, halt, wenn wir gerufen werden. Und das geschieht immer wieder, das ist jetzt im Marathon auch passiert. Das bildet sich dann eigentlich auch damit ab, dass wir eben gerade mit denen zu tun haben, die in eine Situation gekommen sind, wo sie keinen Plan B hatten und wo der Plan A nicht geklappt hat. Also wenn eine vergebliche Versuch der Lebensrettung halt denjenigen dann so stark bedrückt oder auch beeindruckt einfach halt und er dann sozusagen bei sich Dinge erlebt, mit denen er nicht gerechnet hat, dann sind wir in dem Fall tatsächlich gefordert, um dabei zu helfen halt sozusagen in die erstmal verlorene Struktur wieder zurückzufinden. Man stellt sich einfach mal vor, dass jemand vor seinem Haus steht und es verbrennt. Und er im Prinzip ja nicht nur den finanziellen oder anderen Eindruck hat, auch wenn alle gerettet sind, aber letztendlich verbrennt ja alles, ne? Jede Erinnerung, jedes Bild, ne? Alles, was man kann ja jeder selber überlegen, was speichert er alles zu Hause, ne? Was hat man so in seinem Leben gesammelt, hat zusammen, erstmal ist alles weg, ne? Und da ist, dass sie ja in gewisser Weise eben erstmal überhaupt die Orientierung ja verlieren und die wieder zurückzugewinnen und dann sozusagen auch wieder neu anfangen zu können. Und dabei können wir versuchen, ihnen zu helfen. Dafür sind wir da. Ja. Nein, hart und gut verbrennt. Ich verliere das innerhalb von wenigen Minuten und kann sogar noch da dazugucken oder zuschauen und bin machtlos. Das macht ja ganz, ganz viel mit einem, wenn ich mir das vorstelle. Ich würde wirklich regelrecht einfach zusammenbrechen, weil ich sehr an meinen Erinnerungen auch hänge, die ich auch anfassen kann. Inwieweit nehmen dich solche persönlichen Geschichten mit? Im Einsatzgeschehen versucht man schon, ich sag mal, halt den Abstand für den anderen auch einzuhalten. Gleichwohl. Also ich hatte es noch nicht, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es tatsächlich einen auch berührt. Nur sich vorzunehmen, halt jemand anderen in so einer Situation zu unterstützen und dann aber nicht zu glauben, dass einen das nicht selber betreffen könnte, das ist Unfug. Ich glaube, dass gerade in dieser Tätigkeit es schon wichtig ist, sich auch ein bisschen besser zu kennen einfach. Ich habe den Rückhalt in der Familie, mit dem wir sehr viel reden. Ich habe den Austausch mit Kollegen im gleichen Metier halt, den ich dann auch suchen würde. Wie hat sich denn wirklich sehr persönlich dieses Ehrenamt geprägt? Also was hat das aus dir gemacht? Also es hat mir erstens viel Freude gemacht und es macht mir auch weiter viel Freude. Mhm. Es ist natürlich ein bisschen zweischneidig. Es bietet auf der einen Seite natürlich auch sozusagen ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich selber zu erproben an der einen oder anderen Geschichte, mit dem man sonst überhaupt nicht in Berührung kommt, muss man ja wirklich sagen. Ne? Also sicher war bei mir der Rettungsdienst ein sehr prägendes Element. Und ja, man gewinnt und man verliert.
Ne? Also das heißt, man rettet Leben und manchmal gelingt es eben einfach nicht. Wenn bei mir Notfälle eintreten, bin ich tatsächlich relativ gefasst in solchen Sachen. Ich bin wenig aufzuregen an solchen Stellen. Ich mache jetzt so eine 180-Grad-Wendung und frage dich, was ist denn das Allerschönste an deinem Ehrenamt heute? Also auf der einen Seite eine gewisse Freizügigkeit, sozusagen halt das selber zu gestalten. Klar, wir müssen uns an Regeln halten, es gibt Rahmenrichtlinien alleine schon zur Orientierung halt, ne? Weil sonst würde ja viele Dinge würden einfach völlig planlos gehen und das ist ja auch Verschwendung. Aber trotzdem, einen großen Spielraum sozusagen halt des persönlichen Wirkens. Wir sind nun mal unterschiedliche Menschen, aber die Dinge, die er mit einbringen kann, bestimmt er ja selber. Das ist zum Beispiel halt sehr schön und das bringt uns auch immer wieder zusammen. Holger, du hast dein Ehrenamt während deiner Zivildienstzeit damals gestartet. Du bist ja 66 Jahre alt. Ja. Nimmst du dein Ehrenamt auch noch mit in die nächsten Jahre? Ja. Ja? Also wahrscheinlich nicht mehr in der Intensität, in der ich das vorher gemacht habe, weil irgendwann muss man es auch mal an Nachfolgen halt weitergeben. Es war noch nie bei mir halt etwas einfach nur zurückzulassen, sondern im Endeffekt da auch dafür zu sorgen, dass es jemand halt übernimmt. Du kannst dich ja jetzt auch genauso frei entscheiden, dich Schritt für Schritt vielleicht über die nächsten Jahre ein bisschen rauszuziehen, zurückzunehmen. Ja, oder verändern. Ne? Oder verändern. Also, das Ehrenamt ist ja nicht zu Ende, halt nur weil man das, was man bisher immer gemacht hat, halt dann nicht mehr macht, sondern meistens ersetzt es sich durch etwas anderes halt, was vielleicht auch altersgemäß halt dann eher ist. Wir kennen so Geschichten halt wie aktive Senioren bei uns auch zum Beispiel. Ne? Oder jetzt eben zum Beispiel, da habe ich gerade einige getroffen jetzt halt auch, die zum Beispiel eben Flüchtlinge betreuen. Ne? Weil sie sagen halt, okay, ne, ich kann viele Sachen nicht mehr machen, aber das kann ich. Und das ist doch toll. Also mehr so eine Mentorentätigkeit, die ja auch ein Ehrenamt letztendlich ist, halt dann übernehmen und dort halt auch mehr ihren Schwerpunkt finden. Ja. Würdest du darauf basierend sagen oder behaupten, egal was du kannst helfen? Ja. Ich denke, das geht. Also, ne, und das können ja, also auch wenn die physischen Bedingungen zum Beispiel nachlassen, ne, so ist man ja immer noch unter Umständen halt für jemanden eine Begleitung. Da gibt es so viele Felder und auch so viel Bedarf eigentlich im Umfeld. Da habe ich keine Sorge.